Harris zeigt auf der NAB 2010 eine große Anzahl an Neuigkeiten im Produktbereich, im Lösungsbereich und im innovativen Bereich, was neue Geschäftsfelder betrifft oder auch neue Technologien wie 3D und Managed Services. Im Produktbereich möchte ich zwei Produkte hervorheben. Das ist unsere Produktfamilie Nexio Video Server hat zwei Derivate dazu bekommen. Das eine ist ein höheneinheitengroßer Videoserver namens Nexio Volt, speziell entwickelt für mobile Produktionseinheiten und Ü-Wagen. Das andere Derivat basiert auf einer Technologie mit Solid State Technology, also festplattenfreie, erschütterungsfreie und temperaturreduzierte Technologie, von der wir uns sehr, sehr viel versprechen über die nächsten Jahre, was neue Workflows angeht, Abläufe und Infrastruktur. Im Solution-Bereich zeigen wir Integrationen mit unseren Automationssystemen zum Digital Asset Management System in Venue, D-Series und ADC. Newsroom-Applikationen zusammen mit Editing-Systemen und Newsroom-Computersystemen von Drittanbietern zeigen auch integrierte Workflows, Abläufe und optimierte, innovative Produkte, die dem Kunden von heute die Möglichkeit geben, auch in den nächsten Jahren zusammen mit anderen Entwicklungen wie 3D für die Zukunft gerüstet zu sein. Abgerundet wird das Portfolio von unseren neuen DAB, Digital Audio Broadcasting Transmittern. Besonders wichtig und interessant für die Entwicklung in Deutschland, was DAB angeht. Und wir können auch diese Entwicklung begleiten mit unseren Produkten und Technologien. Zusätzlich zu den Geschäftsfeldern bieten wir seit neuestem auch Managed Services Applikationen an. Das heißt, wir können für unsere Kunden IT-Infrastruktur und Netzwerke betreiben. Aufgrund unserer Infrastruktur in Melbourne, in unseren Headquartern, können wir so Dienste anbieten, um Kunden in die Lage zu versetzen, noch wirtschaftlicher und effizienter arbeiten zu können und auf unsere Erfahrung zurückzugreifen. Sichtbare Erfolge sind sicherlich Installationen wie das ZDF mit seinem HD-Playout-Center und andere. Hier sehen wir an dieser Ecke, unterstreicht Harris das Commitment zum dreidimensionalen Fernsehen. Wir sehen hier einen Camcorder, der zwei Bildsignale aufnimmt, dann über eine Kreuzschiene im 3G-Bereich verarbeitet, weiterleitet an einem Charaktergenerator und Bildmischer und dann über einen Bildschirm ausspielt. Hier liegen die Brillen, mit denen man das visuelle Signal aufnehmen kann. Und es ist ganz klar dokumentiert, wenn man diese räumliche Vorstellung von dem Bild ist ein sehr, sehr, sehr starker Eindruck von dem, wie es der Endkonsument später wahrnehmen wird. Deswegen glauben wir, es hat einen extremen Wertzuwachs oder einen Qualitätszuwachs für den Endkonsumenten, was die Bildqualität und das Erlebnis des Fernsehens an sich angeht.